Ja, das geht, das geht. Oh Gott, ich habe so die Fürchtung, es wird absolut nicht gehen, aber okay. Ist mir jetzt auch egal, ich will jetzt Kirby spielen. Möchte ich ansprechen, was in den letzten Monaten passiert ist, oder möchte ich einfach still sein und nichts sagen? Ich glaube, ich finde es interessanter, erstmal nichts zu sagen. Das Shiny habe ich übrigens bekommen. Danke der Nachfrage. So. Ich sollte mal langsam die Dinger hier machen. Ich glaube, ich mache die jetzt mal zuerst, bevor ich den Boss mache. Ich habe in Welt 1 habe ich aber alle. Ne, da ist nicht 1. Das habe ich gemacht. Ich habe mich irgendwie vor denen gedrückt. Warte, hier ist noch 1. Bla 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 bla. Echt, den hatte ich nicht. Ich dachte, den hätte ich schon gemacht. Okay. Dann irre ich mich oder speichert das Spiel, sobald man die auf der Overworld gefunden hat? Weil, wenn nicht, kann ich mir erklären, was passiert ist. Nom 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 nom. Jetzt bin ich VLC Media Player. Ich mag den VLC Media Player. Und die Kirby ist die Verhandlung auch ganz gut. Bislang läuft es ganz gut. Ich weiß halt nicht, ob ich nicht regulär laufen muss in den meisten Stellen. Ja, das Level besteht scheinbar nur aus dem Gimmick mit der Röhre. Entlang kann es jetzt nicht mehr gehen. Ich hab. Aua! Ich wollte gerade sagen, ich darf doch nur 35 Sekunden brauchen. Wie kann ich denn jetzt schon. Kann ich so weit hinten schon sein? Nur 20 Sekunden übrig habe. Oh Gott. Das soll jetzt das Ende sein, ne? Ja. Ich dachte, der Counter zählt hoch und nicht runter. Ja. Das eine Mal nicht treffen lassen. Ich bin ganz ehrlich, diese Bestzeit ist mir so scheißegal. All die Weile, die halt nichts bringt. Ich habe die bei. Oh Gott, bei welchem war das? Ich glaube, bei Bomben habe ich sie zuerst. Genau, das war der erste, den ich gemacht habe. Und habe da, keine Ahnung, 20 Minuten dran gesessen, das perfekt zu machen, um dann ein paar Münzen mehr zu kriegen. Dann habe ich. Ich glaube, Boomerang hat noch recht viel Zeit. Ich glaube, es war der zweite, den ich gemacht habe. Nur um dann festzustellen, ah ja, den hast du jetzt aber gefirstwired. Entdecker, das ist die Pistole und Eis. Machen wir die Pistole zuerst. Oh, eine Minute, okay. Ich meine, solange ich die Aufgaben ja schaffe, das halte ich bislang noch nicht für das Problem, dann sehe ich, sollte es klappen. Ich weiß nicht, gar nicht mehr, wie man mit der Pistole umgeht. Peng, voll in die Fresse. Ah, ich muss wahrscheinlich gleich weiterschießen, ne? Ich werde wahrscheinlich diese ganze Zeit über hier nur stehen. Ah, hat noch gezählt. Gnade vor Recht, aber okay. Nein, ich wollte nicht auf den schießen. Ah, ich habe aber oben das getroffen scheinbar. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So. Eine Minute darf ich noch brauchen. Ich habe dahinter die getroffen. Nein, das war nicht gut. Fuck. Wenn die auch schießen, das ist natürlich schwieriger. Ah, ich wollte sagen, ich ignoriere die jetzt einfach größtenteils, aber das ist halt auch nicht so. Das ist halt auch nicht so einfach machbar. Ich kann so schnell nicht nach oben, wie die mich hier die ganze Zeit abknallen. Machen wir so. Ich kann nicht schnell nach oben schießen, ich muss das dafür gedrückt halten. So, in Zukunft mache ich jetzt aber die Kleinen erstmal weg. Ach, das war's schon. Ja gut. Da habe ich mich nur einfach selten dämlich angestellt. Am Ende nicht so viel verkacken, dann ist das, glaube ich, auch recht einfach. Ja, ich habe halt lange Zeit verkackt. Ist im wilden Modus eigentlich schwerer, hat man da weniger Zeit? Weil es gibt dafür extra Punkte. Weil es ist halt immer noch ein Kirby-Spiel. Ich habe gemerkt, ich neige dazu, dieses Spiel zu überdenken. Also ich mache es komplizierter, als es ist. Im einen Level war die eine Bonusaufgabe, einen goldenen Fisch zu finden. Und ich dachte, es ist nicht das Wasser zu berühren. Ui, ich gehe euch einfach mal aus dem Weg, ja. Und der war mir im Weg. Ich meine, warum sollte ich das überhaupt machen? Warum soll ich überhaupt gegen die kämpfen? Das verstehe ich nicht. Also, als Stein käme ich hier schneller runter, ja.
weiß halt nicht, warum soll ich gegen die kämpfen? Gut, das wäre vielleicht schneller gegangen, wenn ich es angefroren hätte. Ja, da will ich hier lang. Definitiv. Ja, da habe ich jetzt 2 Minuten übrig. Meine Güte. Fünf Sekunden noch gut, okay. Vielleicht ist man doch schneller, wenn man irgendwie was. Was, Jan, was neues? Die Pokémon scheinen. Ja, nein, ich habe es doch in OBS geändert. Ah, Gottverdammte Mistfuck. Das stimmt halt nicht. Wo war Dings? Ich hatte uns die Mensch wahrscheinlich noch offen. Video. In Zukunft ändere ich das nur noch in Twitch ab, nicht mehr in OBS. OBS scheint das irgendwie nicht machen zu wollen. Kirby. Na gut. Habe ich jetzt alle Schätze, die ich holen kann? Ich glaube, hopp die jetzt einfach mal hier. Zumindest in Welt 1. Da ist noch einer. Ist hier hinten noch irgendwie? Hm. Dann den da hinten und dann machen wir den Boss. Und der Bohrer ist auch super. Der gefällt mir auch. Ach, fuck. Hä? One. Okay, ich kann nicht drunter. Ich glaube, ich habe jetzt schon zu viel Zeit gewastet, aber... Na, warte. Hä? Ich dachte, ich sollte einfach rein. Hä? Hab ich irgendwas übersehen? Moment. Okay. Wenn es das Spiel einem unten rechts ja schon groß. Ja. Ich bin dumm. Vielleicht schaffe ich es jetzt ja noch. Ja, fuck, jetzt haben sie sich verteilt. Das ist natürlich blöd. Sure you can! Ja, ich spiele süß. Es gibt den Fighter, glaube ich, gar nicht mehr, oder? In dem Spiel. Es gibt sehr wenig Fähigkeiten im Spiel, was ich sehr schade finde. Weil ich mag immer die verschiedenen Fähigkeiten. Ich weiß nicht, das Upgraden ist zwar eine coole Idee, aber ich glaube, ich hätte lieber individuellere gesehen und dafür halt auch für mich das mal sinnlosere. Vor allem möchte ich, dass der Schlaf sinnlos wieder zurückkehrt. Oh. Die Maulwürfe erinnern mich irgendwie sehr stark an Mario Galaxy. Ich weiß nicht so ganz warum. Ich meine, da gab es bestimmt auch Maulwurfsgegner, aber ich komme gerade. Achso, Kreis machen, ne? Ich soll wieder einen Kreis machen. Ich vergesse immer, dass das auch eine Fähigkeit von dem. Na, warte, gleich habe ich's. Ja, das wollte ich jetzt umdrehen. Ja. Stirb Sonic. Ah! Böse Sonic. Bevor die Frage aufkommt, nein, ich habe den zweiten Sonic-Film noch nicht gesehen. Dafür mochte ich den ersten zu wenig, also ich sagte, ich kümmere mich jetzt darum. Das Lustige ist ja, bei den Reviews habe ich jetzt irgendwie. Von den Leuten, die es vorher nicht mochten, die mochten den zweiten Teil. Und vice versa. Oh Gott, ich habe es trotzdem geschafft, obwohl ich am Anfang nur Zeit verschwendet habe. Ja, wie gesagt, am Anfang habe ich halt. Ich stand halt auf der Leitung. Auch wenn es super eindeutig war, was ich machen muss.
war, glaube ich, das Level mit dem Fisch, ne? Ja, das war's. Hey Kirby, wo geht's als nächstes? Ich traue dir nicht weiter, als ich werfen kann. Das ist immer noch ein Kirby-Spiel. Du bist 100 Pro der absolute Bösewicht. Ich traue diesem Vieh nicht über den Weg, nicht im geringsten. Ich weiß von der Story noch nichts, ich habe ein paar Bosse gesehen. Weil die meisten waren im Trailer. Also den Furbait kenne ich noch und Tropenwispywoods, der jetzt hier der nächste Boss sein wird. Ich glaube, irgendeinen habe ich noch auch nochmal gesehen. Okay, also ich muss beide gleichzeitig drücken, so ein Rätsel ist das. Ja, aber nur weil ich halt weiß, was die Bosse sind, habe ich halt keine Ahnung davon, was ich damit gegen die machen muss. Ja, hier hinten das umklappen. Und das hier. Nee. Ach Kirby, warum? Nein, Kirby, du sollst die Dinger doch auf die Schalter stellen. Meine Güte. So? Kann ich das aussuchen? Nicht richtig das ausgucke? Ja. Houston, die have a problem. Nee, kann ich einfach so. Wieso kann ich da nicht rein? Hä, ich denke, ich muss alle Schalter hier aktivieren. Aber den kann ich nicht mal dahin stellen. Den kriege ich jetzt nicht da rein, ich muss den anderen da erstmal wegkriegen. Also den hoch. Nee, eben auch nicht. Ist ja dämlich. Jetzt stresst es mich gerade wegen dem Zeitlimit, weil das hier gerade, glaube ich, ein Rätsel sein soll, was ich machen muss. Der oben, das ist der letzte. So bleibt er. Dann den rüber. Aber ich krieg dir. Ach, jetzt bleibt der so euch oben stehen. Der bleibt nur mit der oberen Seite da stehen. Okay. Das ist auch mal ein Kriterium. Hoffen wir mal, dass es das jetzt war. Weil zumindest nicht mehr großartig noch was kommt. Weil hier habe ich jetzt auch wieder sehr viel Time gewastet. Aber bis jetzt hat es ja immer geklappt. Es ist immer noch ein Kirby-Spiel. Ich darf es nicht zu sehr überdenken. Okay, das sieht kompliziert aus. Das hier ging nicht, ne? Nee. Gott. Wir nehmen erstmal die, machen den Weg frei. Und dann kann ich einfach rüberfliegen. Dann die. Stell die dahin. Die muss runter. Da muss die beiseite. Ich habe nur noch 30 Sekunden dafür Zeit. Ich glaube, ich werde das verkacken diesmal. Den. Ja doch, der nützt mir hier oben was. Nützt mir nur da oben sogar was. Bei dem Boni da. Ja. Der macht mir eh keinen Schaden gerade, okay. Ja, dann den. Und dann die anderen beiden noch dahin. Das sollte dann passen. Und ich denke, das wäre dann auch das Ende. Na gut. Ne. Ich hätte jetzt nicht damit mit Rätseln hier gerechnet, bin ich ganz ehrlich, aber es macht ja halt irgendwie Sinn, weil was willst du bei der Fähigkeit auch für Herausforderungen großartig machen? Das wird halt schnell sein jetzt. Ich denke mal, das sind nur diese drei, vier? Ja. Hier darf ich mich ja nicht anstellen wie so ein Stück Brot, dann geht das auch. Wenn ich das gleich richtig herum mache, ist es natürlich... Es war mir halt so nicht bewusst, dass das so ist. Mensch, und schon habe ich 5 Minuten mehr Zeit. So einfach kann es dann doch sein. Ich weiß gar nicht, ob ich die Gegner so platt machen muss, weil das die Treppe nicht von selber macht. Ich wollte gerade Brücke sagen. Das ist keine Brücke, Jan. Erstmal dich nehmen. Ich sollte nicht nebenbei im Stream noch gucken.
weil ich mich gerade hier drauf konzentrieren muss. Einen Moment. Dann du raus, dann kann ich den anderen nämlich. Du erstmal da runter. Dann kann ich den runter machen. Dann den anderen hoch. Wäre vielleicht sinnvoller, wenn ich nicht mit einer Treppe von links den kaputt gemacht hätte. Ich hoffe, danach kommt nicht noch ein schwierigeres, weil sonst habe ich, glaube ich, ein Problem. Aua. Geh weg. Weil noch ein schwierigeres in noch weniger Zeit schaffen, das wird etwas schwieriger. Ich habe nicht mal darauf geachtet, dass der wieder gespawnt ist. Aber ich wüsste nicht, was sie da in der Zeit noch reinbringen können. Hoffentlich, weil. Nur weil ich es nicht weiß, heißt es nicht, dass sie nicht was können, ne? So, hier rüber springen einfach, das geht schneller. So, das sollte jetzt aber so richtig sein. Okay, das war's. Gut. Hatte schon die Befürchtung. Wie viel schneller soll man sein? 5 Sekunden. Ich kann das optimieren. Wenn man sich zum Beispiel nicht treffen lässt, nicht unnötig umfällt und sonst was. Ich sehe, wie das machbar ist. Aber das ist, wenn du nicht irgendwelche Klitsche sowas nutzt, schon ziemlich am Maximum. Ich habe noch keine Blaupausen, von daher bringt mir das jetzt auch noch nichts. Diesen Abschnitt, aber ich weiß halt nicht mal mit welcher Fähigkeit jetzt. Ich vermute zumindest, dass man bei den Bossgegnern immer irgendeine Fähigkeit nutzen soll. So. Na gut. Ich glaube, mir wird gerade was den Zuschauern falsch angezeigt, aber okay. Hallo. Kann ich hier rein? Ich habe festgestellt beim Testspielen, man kann so einen Slide-Move machen. Ich wusste nicht, dass das geht. Das hat mir das Spiel bis jetzt noch nicht gezeigt. Wird irgendwie wieder Kampf-related sein? Nom nom nom, Maxi-Tomaten. Die heilen mir 50% oder mich voll, je nachdem, welches Sakurai-Spiel wir sind. Bora, Chakram oder Feuer sind lustigerweise die drei Sachen, die wir schon abgequältet haben. Ach Gott, das ist nicht Bora, das ist Igel. Ich glaube, ich nehme Chakram, dann kann ich auf Distanz gehen. Das finde ich erstmal ganz gut. Ich habe ja schon gesehen, wie der Boss aussieht. Ich weiß es ja an sich. Ich mache die Katze mit dem Affen wählen, mit dem ersten Boss. Hallo. Hi, Wispy. Ich meine natürlich Tropic Wood. Wenn man Wispy bei Wish bestellt. Wispy. Gott, ich hasse den Gag gerade. Gott, hasse ich diesen Gag. Kann ich jetzt... Nee, ich wollte gerade sagen, das geht jetzt auch nicht, dass ich die ganze Zeit da stehen bleibe, da das gedrückt halte. Oh nein, er stößt etwas Wind an mich. Wie furchtbar. Was soll ich nur dagegen jemals tun? Oh nein. Ich habe keine Chance gegen ihn. Nicht, wenn er einen kleinen Windstoß in meine ungefähre Richtung macht. Wie soll ich dagegen nur jemals ankommen? Also bislang fand ich den Affen schwieriger. Den nicht Donkey Kong, den Donkey Kong auf Wisch. Wundert mich überhaupt, dass Wispy nicht der erste Gegner ist. Und das ist eine Strandform. Aber trotzdem. Oh nein, er macht noch mehr. Im Nachbarn macht noch mehr Luft um nichts. Okay, das ist neu. Mach das jetzt noch an ein paar anderen Stellen und ich habe ein Problem. Ja. Okay, das habe ich eigentlich im Trailer auch schon gesehen, aber trotzdem. Kann ich hier an der Seite noch? Ah, okay. Müsste Feuer nicht eigentlich sehr effektiv gegen dich sein? So nach Pokémon-Logik. Oder Paper Mario. Gutes Paper Mario-Logik. Jetzt greift er nicht mal mehr an, jetzt hat er mich nur hier eingesperrt und. Achso, okay. Komm, sage ich's. Komm, nicht getroffen werden ist bestimmt ein Achievement wieder. Ich vermute, was es bei den Bossen alles sehr ähnlich sein wird. Ich kann jetzt halt meinen Boomerang nicht mehr dahinsetzen, weil er seinen Käfig-Ding da macht. Jetzt hat er seinen eigenen Angriff damit gewastet, indem er seine Kokosnuss da auf das Gitter hat fallen lassen. Du mit deinen Kokosnüssen, geh mir da weg, du.
dann. Tot. Ja. Der war deutlich einfacher als der Affe. Oh, um es mit Frau, den Worten von Frau Lafay zu sagen, heul doch. Oh, Blaupause. Innerhalb von 2 Minuten. Edelentdecker. Ah, meine Gun ist ein Stärker. Boah, ist nicht viel B, he will's a gun. Innerhalb von 2 Minuten habe ich noch was geschafft. Ohne Schaden. Ja, genau. Und war Chakram das, was ich nutzen sollte? Wahrscheinlich nicht. Nee. Ich vermute, dass es Feuer ist. Aber jetzt kann ich mich ja treffen lassen, wenn ich es wieder mache. Zerstöre die... Ich kann die Wurzeln zerstören scheinbar, okay. War mir nicht bewusst. Ich weiß ja nicht, ich glaube, Igel wäre schwieriger als mit Feuer das zu machen. Von daher würde ich mir auch vorstellen, dass ich es mit Igel machen soll. Jetzt habe ich eine 50-50 Chance. Entweder ist es richtig oder ist es falsch. Hat sich nicht die Stadt vergrößert? Ja, ich kann meine Gun upgraden. Streber! Ich mag es, wie seine kleine Brille da hat. Der würde Tipps geben, die fehlende Plausen. Ah, das ist nicht verkehrt. So. Dann reden wir nochmal über die Blaupausen. Das ist so niedlich, Liebes! Vor allem mag ich, das hier sind die Taunt-Tasten in Smash. Und das hier ist buchstäblich Kirby's Downtaunt. Ist zwar hier auf aber okay. Ah, ich frag das. Okay, also dann sprich mit mir. Ja, Liegelehrte, kurz noch mal angucken, wenn ich über dieses Mission Buch hier gestolpert bin. Ich hab Blaupause. Wie, du spoilerst mir jetzt Level? Ja, die Highscore interessieren mich nicht. Hier ist bisher keine einzige Blaupause entgangen. Yes! Ich habe auch nur eine finden können, die andere habe ich gerade im Boss bekommen. Und so glauben. Was? Kaum zu glauben, dass es ein Battle League. Ach, das ist wegen Online. Ah, okay, das ist cool. Leute nehmen halt die Maxi-Tomate, um sich voll zu heilen. Ja, macht Sinn, ne? Ist die Maxi-Tomate das Beste? Ich glaube, ja, ne? Ja, nicht genug Wälder. Das ist viel. Mal mehr fahren. Ach ja, komm, wenn du schon mal einen Spezialfahrer hast. Okay. Welchen Wälder versuche. Das würde ich gerne den Mann sehen. Bonusblumen sind irgendwann 80. Ich habe nur 80. Ich habe 80 davon gemacht. Das ist nichts. Also mal sehen. Was? How? Achso, wahrscheinlich, wenn man die Fähigkeiten noch weiter verbessert hat, dann ist das wahrscheinlich einfacher. Vermute ich mal. Ich sehe gerade, dass ein neues Symbol bei dir ist. What? Was? Okay, gut. Ja, man, nicht so wichtig. Wahrscheinlich mit den besseren Fähigkeiten geht er noch schneller. Ein Autostoffertor ist schon etwas fein. Cleffy, ach, das sind die Hunde, okay. Was hast du noch? Waldeli ist gerettet, ja. Ja, stimmt, es gibt eine Blocktaste. Ich vergesse auch, weil das Blocktasten gehen sollten. Ach! Ach! Auf der Suche nach Antworten sollen sie mal die Funde. Jetzt immer für einen Tipp beraten können. Sie gut aus und dann mache ich Google der Rekord auf der ganzen Welt. Ich wusste nicht, dass man da eine bekommt. Ich vergesse immer, dass es Blocken gibt. Und die Dodge wohl. Merkt man, dass der Spiel von Sakurai ist? Hallo. Mach das. Sofort. Mach das oder ich werde dich auch töten. Wie jeden anderen Waddle Dee vorher, bevor ihr scheinbar irgendwie gut wurdet.
Der Speer Waddledee hat einiges verändert in der Kirby-Welt. Seitdem ist Waddledee nicht mehr so der Wegwerf-Bösewicht. Die hat zwei, ich habe 10 Stück davon. Und die soll, die ist scheinbar schnell. Gut, das ist die normale Gun auch schon. Das stimmt auch wiederum. Ich meine, ich würde auch gerne mit dem Hammer einfach alles zumauern können und reparieren können. Oh mein Gott, ja, ich habe 2! Ach Gott! Ja, yeah, ich habe einfach 2. Und er hat so einen Piratenkapitänhut. Das ist cute. Moment, das will ich jetzt. So. Sandboy, Sandsack. Okay, das ist doch ziemlich ähnlich, aber halt. Jetzt schießt du halt weniger eine große Kugel, sondern mehr kleine. Oh Gott. Ich habe auch das Gefühl. Ich glaube nicht mehr, dass es schneller ist. Starten wir erstmal voll. Sollte das Maximum sein. Yeah. Piu, 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 piu. Ich fühle mich so wie Lara Croft mit diesen Doppelpistolen. Achso, das sind die Pistolen. Ah, er steckt sie nach hinten, wenn er sie nicht nutzt. Okay, das ist süß. Das gefällt mir. So. Noch irgendwas? Wahrscheinlich. Du hast Texting über dir, aber. Inge sind nur. Jetzt ist ja kein Ende. Ja. Ich hab deine Figur jetzt schon. Ich hab nur, wenn du so ein Sprechding über dir hast. Ja, Maxi-Tomate ist das Beste, was man mal haben kann. Okay. Es ist halt auch das, was am meisten Sinn macht, sich mitzunehmen. Das ist halt die Vollheilung. Alles andere halt immer nur ein paar Prozent. Ab irgendeinem Punkt ist die Vollheilung einfach besser. Karneval? Montaria. Neues Gebiet. Gott, was war die Message nochmal? Kommt ein W dazu. Ich glaube, hier kämpfen wir gegen die Furry-Katze. New? Irgendwas mit einem N-E-W, also New? Die Frage ist halt. Ah, wahrscheinlich. Keine Ahnung, das ist dann hier die winterliche Eislandschaft oder sowas. Und es wird New World heißen, vermute ich mal stark. Reine Spekulation, ich habe keine Ahnung. Aber im Regelfall haben die ja immer irgendwelche Bedeutungen. Wer stellt eigentlich das Schild hier auf? Na ernsthaft, das ist doch hier ein Dschungel, denke ich. Wer stellt hier ein Schild auf? Haben will. Ich will die Statistik hochtreiben. Ich weiß nicht mal, ob das zählt, wenn das die ist, die man so findet. Inni, mini, mini, mu, inni, mini. Ich nehme Feuer erstmal, weil ich mir vorstellen kann, dass das der Sinn ist. So von wegen sehr effektiv und so. Oh, Geld! Ich will Geld! Hallo, Geld! Freut mich, dich zu sehen. Okay, es gibt mir das. So. Ich muss halt jetzt mich bewegen, ne? Aber ich mach, glaube ich, mehr Schaden dafür. Achso, das ist gar nicht. Ich denke gerade, das Feuer, das bei ihm ist, das ist ja meins. Ich dachte, das macht er. Ah, er bereitet irgendwas vor. Nee, das ist einfach mein Feuer, das ihn verletzt. Warum macht doch nicht so einen Wind? Das habe ich gerade zum Thema Wind machen gesagt. Habe ich mit eigentlich einen anderen Dash? Naja, kann ich lieber dashen. Aua. Wahrscheinlich muss ich ihn danach nochmal mit dem Igel machen, aber. Ah! Ich wollte gerade sagen, der ist ja nicht schwer. Hat mich bis jetzt noch gar nicht getroffen, richtig. Aua! Okay. Okay, der Punkt geht an dich. Ist ja gut. Die Girls auf. Nein, unentschieden ist noch zu gut für dich. Auf einmal war er tot. Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Naja. Oh, Geld, Geld, Geld. Haben will. Geld. Geld haben will. Was? Achso.
kriege ich einfach nochmal. Ja, Geld. So. Und? Das ist Igel, ne? Oh! Oh, damit habe ich nicht gerechnet. Mit Igel ist es bestimmt auch nochmal interessant. Es wäre cool, wenn sich das Spiel irgendwie das merkt, welche Fähigkeiten du beim Boss schon mal benutzt hast und welche nicht. Beziehungsweise halt auch keine Fähigkeiten, weil ich glaube, ohne ist der wirklich knifflig. Schafft man den ohne in 2 Minuten? Ich meine, ohne Schaden zu nehmen, das ist ja nochmal was anderes, aber... Bleib mal hier, Feuer. Kirby geht jetzt so weg und hinten löst ein Waldbrand aus. Ich sollte mich heilen, ich wurde diesmal doch getroffen. Ich wurde nur 3-4 Mal getroffen und habe trotzdem die Hälfte Schaden, okay. Könnte ich das erste Mal jetzt in diesem Spiel hier sterben? Ich meine, ich hätte nichts gegen... Also warte, ich weiß ja, es gibt ja ein Block-Ding. Und man konnte... Genau, das blocken und... Deswegen nutze ich den Dash nie, weil ich auch schon das Blocken nie nutze. So. Hallo. Kann ich die einsaugen? Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das wirklich kann, bin ich ganz ehrlich. Das war jetzt mehr so dahingesagt. So, da probieren wir es mal. Wenn wir jetzt nicht klappen kannst, dann kann ich das einsaugen. Ach, das geht... Weißt du, wie riesen... Nee, hatte ich das jetzt gesagt? Die riesige Kokosnuss kann ich einsaugen. Aber das bisschen Wind, das er macht, das nicht. Das ist zu viel. Soll ja nicht unrealistisch sein, das Spiel, ne? Mann, ich muss mehr Sterne gleich an Mund von einsaugen. Ich hab keine Kokosnuss, Junge. Aua! Du hast meine Kokosnuss aus mir rausgeprügelt mit deinem Wind. Schämst du dich nicht? Wie kriege ich die Ranken eigentlich jetzt kaputt ohne Fähigkeit? Ich muss etwas mehr warten. Wahrscheinlich muss ich die so kaputt machen. Ah, ja, relativ einfach. Ne, ich bleib dabei, der Affe war schwieriger. Vor allem machen die Ranken halt nichts, weil die Arena eh schon abgesperrt im Bereich ist. Also jetzt verschwinden sie sogar. Weil ich denke, ja, wir haben hier irgendwie... Wir ändern nichts am Geschehen. Lass mal weggehen. Kannst du mal aufhören, die meine Munition gegen dich kaputt zu machen? Indem du sie einfach auf den... Aha, diesmal habe ich damit gerechnet. Diesmal hatte ich den Weed, dass du das vorhast. Weil in dem Fall ist mein Pattern als ein Weed. Hui. Aua, aua, okay, ist ja gut. Die andere Ranke kommt gar nicht mehr, die hat schon keine Lust mehr. Kann ich? Nee. Dachte, ich könnte ihn mit meinem Dash vielleicht kaputt machen, aber nee. Und tot. Hab sogar weniger Schaden genommen. So. Boss jetzt 3-mal besiegt, jetzt sollte er doch endlich mal Ruhe geben. Dann jetzt in die Wunder... Oh Gott, irgendeine Fantasie... Es war irgendwas mit W. Und irgendwas mit Wunder, glaube ich, in die Richtung. Und oh, ich habe schon wieder vergessen. Es war nicht Wonderland. Es war Balan. Das ist ein Spiel, das keine 5 Euro mehr wert ist. So. Check. Und Vundaria. Ah. Okay. Okay, bin mal gespannt, was hier wieder die Aufgaben werden. Ob ich das Level wieder 3-mal machen muss. Das muss man sehr oft in dem Spiel machen. Es ist selten, dass man alles sofort findet. Nein, das fliegt doch nicht so weit. Ich will mir das Ganze erstmal angucken. Ich will jetzt mal vielleicht ein bisschen in der Reihe warten. Das ist ein Vergnügungspark. Also für mich, nicht für die Gegner. Für die ist das gerade ein Albtraumland. Kann ich da drauf? Kann ich ganz oben drauf? Oh, das Vieh hat sogar eine Schleife. Ich war nicht mal auf der Rakete, aber okay. Ich habe hier, dadurch, dass ich hier stehe, habe ich einen Vanilli gerettet. Frag mich nicht, wie das funktioniert. Das hat irgendwie geklappt. Nochmal.
jetzt. Oh, eine Ente! Will fressen. Ach, schade. Mano. Du gehst da lang. Ich gehe jetzt hier lang. Kapisch? Ich fühle mich so verfolgt. Ich erinnere mich an die Anfangssequenz mit dem Boot. Ich glaube, ich muss hier die drei Enten dazu bringen. Ist das eine Karte? Das ist eine Karte der Welt. Boah, ich liebe die Welt jetzt schon. Oh, das ist cute. Lass das mal tauschen. Ich hätte gedacht, dafür könnte ich einen Waddledee bekommen. Dafür, dass ich den Spaß habe, kriege ich dann keinen Waddledee. Na gut. Bin ich da lang? Nee. Da ich noch ein Entchen. So, 4 Stück. 4 ist eine komische Zahl. 3 oder 5 fände ich. Ich weiß nicht, wäre ich mir sicherer, dass ich alle hätte. Ah, da hinten ist noch eine. Oh, dieser Karton ist uneinsaugbar. Oh, jetzt Popcorn. Hallo! Mach auf, ich will Popcorn! Das muss man doch irgendwie aufkriegen, kriegt man bestimmt was zu essen. Man kann aus dem Automaten die geworfenen Dosen essen, da kriege ich das hier wohl auch auf, irgendwie. Vielleicht. Na, das war jetzt nicht so schwer. Wir haben schon 2 Aufgaben und wir sind noch keine 3 Meter in dem Level gelaufen. Nein, den Feuerball kann ich aber nicht fressen. Ich wollte mir mal die Schilder angucken, aber man erkennt nicht so wirklich was drauf. Und jetzt gehen wir erst in den Park im eigentlichen Sinne. Nachdem wir so viel... Oh, du siehst anders aus. Du hast größere Ohren, oder? Brenne! Brenne! Leide! Ich bin nur ein bisschen psychopathisch. Wieso? Ich habe die Scheidung meiner Eltern gut vertragen. Wieso fragst du? Oh, Karussell, Karussell, ich will Karussell fahren. Aua, lass mich doch Karussell fahren, Mano. Ich meine, jetzt ist mir klar, dass das ein Hindernis sei. Ah, komm. Komm, als ob ich der Einzige bin, der sofort draufgesprungen ist, weil ich dachte, man kann damit fahren. Ich will Cutter haben. Ich will Kirby's Abi haben. Ah. Ich habe mir gerade einen Moment überlegt, ob ich nicht dafür sorgen können muss. Ah, damit kann ich auch. Warum kann ich damit nicht fahren? Ich will mit den Dingern fahren, das wäre viel cooler. Als dass sie einfach die Feuerbarrieren aus Mario Bros. Sind. In 3D. Ich glaube, sie sind doch die ganz bestimmt schon mal in 3D. Das ist aber eine coole Idee. Will ich Eis haben? Eigentlich mag ich meinen Cutter ja. Aua, ich habe gerade nur auf den Eistypi geachtet, absolut nicht auf den Haar. Was? Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Attraktion ist oder ob das Gegner sein sollen. Also wahrscheinlich machen die mir Schaden, aber kann ich mit irgendeinem von euch interagieren? Kann ich da drauf? Ich weiß halt nie in dem Spiel, was ich machen kann und was nicht. Ich glaube, ich soll den ausweichen. Oh, ein Eis aus Blumen. Bestimmt Waldmeister-Geschmack oder so. Und auch Zeit. Wäre jetzt gut, wenn ich Feuer jetzt hätte. Da, wobei, das reicht die ganze Zeit. Brauche ich meinen Feuer-Dash gar nicht. Ah, du hast Glück, dass ich nicht weiß, ob du wieder spawnst. Wahrscheinlich sogar ja, es ist immer noch ein Kirby-Spiel. Ein Moment, hier ist noch was. Und wenn es nur Geld ist. Oh, Kapsel. Jetzt soll ich dann noch langsam mal die zweite Welt. Oh mein Gott, diese Affengegner da unten. Ich liebe ihn jetzt schon. Oh, ich finde den Gegner cool. Ich möchte wieder, dass man das aus Kirby Dings hat. Kirby. Moment, vielleicht weiter. Aus Kirby's Fun Pack. Wo der zweite Spieler dann einfach einer der Gegner war. Oder der andere. Dann habe ich mir so einen Affen spielen können. Kann ich euch hinterhergehen? Ich werde gleich so auf die Schnauze befinden. Nein. Warte, war bei euch die Reihenfolge anders? Jetzt ist der große. Eine Rakete. Eine Rakete mit in der große. Ah, die Rakete und nur das UFO ist immer vorne. Okay.
Die anderen beiden tauschen. Das hat 100 pro irgendwas mit dem Sequel zu tun, aber ich weiß es gerade noch nicht, was für eins es sein soll. Was passiert, wenn ich den hier drücke? Ah! Warten, warten und jetzt. Oh! Da ist ein Affe und da liegen Vandalen. Ich weine ja nur. Irgendjemand hat sich dabei was gedacht. So, ich vermute mal stark, ich soll hier rein. Das wäre jetzt fies, wenn das der reguläre Weg wäre. Da drin sind auch wieder die Viecher. Oh, da kann ich gleich dieser Wagen sein. Dann kann ich doch damit fahren. Oh, ein Hotdog, der am Boden lag. Ja, ich werde bestimmt nur ein bisschen scheiße. Hotdogs vom Boden sind mein Leibgericht. Oh, ich will hier so ein Kranarm-Spiel spielen, wie das. Ich glaube, im ersten Kirby gab es das, um ein Bonusleben zu bekommen. Ich will so ein Flüchtchen haben. Geh auf, geh auf, geh auf, geh auf. Okay. Und jetzt sind wir Achterbahn. Kann ich irgendwas machen? Ist jetzt noch nicht. Das wird mir das Spiel schon sagen. Ah, okay. Ich neige mich etwas nach links und etwas nach rechts und etwas geradeaus. Whee! Da habe ich Münzen übersehen. Aber egal. Das wird schon nicht die Aufgabe sein, hoffentlich. Das wäre sonst fies. Aber sowas Fieses machen sie eigentlich nicht. Wahrscheinlich nicht getroffen werden, das würde ich noch akzeptieren. Ich kann mir vorstellen, dass sie das machen, aber. Ah, den sollte ich vielleicht drücken. Kannst du mir nicht erzählen, dass Kirby nicht ab dem Punkt nur hier ist, um Spaß zu haben. Scheiß drauf, ob es irgendeine Welt zu retten gibt. Kirby will hier nur Achterbahn fahren. Au, oh, den habe ich nicht mal gesehen, der war jetzt zu langsam. Ah, fuck! Den habe ich nicht erwischt. Kann ich doch mal? Kann ich bitte nochmal? Nein! Darf ich? Nein! Ah, warte, mit dem blauen Ding komme ich zurück, ne? Wir sind nur. Warte mal. Wow. Ich habe da eine Kapsel bekommen, aber egal, die kriege ich trotzdem nochmal. Ich will den zweiten Schalter auch mitnehmen. Da ist 100 pro irgendwas gewesen. Ey, meine Leben wurden aber trotzdem noch voll. Also, ich muss nur die zwei Schalter erwischen, darauf sollte ich achten. Das ist so eine coole Idee, ich liebe es. Außerdem finde ich super nett, dass sie sagen, ach ja, gut, du verlierst zwar die Items, aber du kannst die Mission einfach nochmal neu machen. Du musst zwar halt alles, was du noch nicht hast, nochmal sammeln, aber mein Gott, das sind bei den Kapseln, das ist halt echt kackegal. Jetzt müssen wir gucken, wo das war. Hier ist der eine Schalter. Ich meine, den sieht man ja. Wir hatten ja genügend Zeit. Und relativ am Ende der andere Schalter dann. Es sei denn, hier ist noch irgendwas. Ah, schon wieder nicht. Ich habe nur rechts drauf geachtet, was da war. Weil der schaltet jetzt links oder rechts. Ich habe nicht aufgepasst vorher. Da. Nein! Okay, ich weiß jetzt aber, dass er links ist und dass mich das Spiel danach nach rechts locken will. Aller guten. Puh! Ich wollte gerade sagen, scheiße. Da habe ich zu früh gedrückt. Alle guten Dinge sind ja drei, machen wir das nochmal. Ah. Oh, die Dinger mag ich nicht, die sind die ekelhaft. Die habe ich einmal gegessen. Verschiedene Sorten auch und ich mochte keins davon. Diese Makronen oder so. Okay, dann bin ich aber auch genug Achterbahn gefahren erstmal. Dreimal reicht auch. Kirby ist schon ganz schlecht. Das, was der alles vorher gegessen hat und dann fährt er Achterbahn. Mensch, Kirby, deinen Magen hätte ich gern. Whee! Oh, ich möchte mehr Videospiele mit Achterbahn. Das Einzige, woran ich mich sonst noch erinnern könnte, wäre Mario Sunshine. Oh, ich würde so gerne diesen Park einfach so erkunden. So Open World mäßig. Nicht, dass ich möchte, dass das Spiel Open World ist. Das Spiel macht so linear schon einen wunderbaren Job. Mann, jedes Mal! Ich krieg's nicht geschissen. Wehe, das ist eine extra Aufgabe, wo hier ohne Schaden durchzukommen. Wehe, Spiel. Ich traue dir das zu. Ah, jetzt. Das muss ich sogar machen. Ah. Ich hoffe nicht, dass es das ist. Ich muss die Achterbahn viertes Mal fahren.
Fünfte, sechste. Sind immer realistisch. Ich werde noch sehr oft an der Stelle getroffen werden, bis ich mir wirklich merke. Ja. Tschüss, Achterbahn. Komm später wieder, wenn ich dich unbeschadet machen muss. Guten Tag. Da ist keiner mehr, schade. Nee, tot. Ist das da unten Wasser oder ist das irgendwelches Gift? Boah. Ich will meinen Hammer behalten. Hammer finde ich gerade sehr gut. Ich mag Nahkampfangriff-Dinge, also Hammer, Schwert. Gut, Cutter ist auch noch gut, aber Cutter ist manchmal sehr variierend, wie er im Spiel ist. Ah, geh weg. Los, komm her, kämpf wie ein Mann. Aua, okay, kannst doch auf jeden Fall, kannst doch wie ein Hase kämpfen. Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Oh, Hähnchen. Wir haben lange keine Bonusaufgaben mehr, wir machen 100 pro die Achterbahn. 100 pro macht die Achterbahn, ohne getroffen zu werden. Und ich Idiot weiß halt auch noch, was die Aufgabe ist. Meine Güte, das Spiel will halt echt nicht, dass ich meinen Hammer behalte, ne? Aber ich will das. Und ich habe 50 Euro für dich gezahlt, da kann ich jetzt auch mal entscheiden, ob ich meinen Hammer behalten will oder nicht. Ja. Jetzt haben sogar die Waddledees ihren Spaß. Oh, hier ist eine Kapsel. Hier ist eine Kapsel. Gut, dass ich runtergefallen bin, sonst hätte ich die nicht gesehen. Du fährst in die falsche Richtung, Waddledee. Es wird mir ein Waddledee fehlen und das ist 100 pro dafür, dass ich die Achterbahn sofort also unbescheid mache. Oh, jetzt kriege ich mein Popcorn. Sehr schön. Hat auch lang genug gedauert. Ich habe von einer ewig hart dreimal Achterbahn fahren, seitdem jemand meinem Popcorn eines Popcorn hergestellt hat. Irgendwo, ich erwarte, dass ich noch irgendwo irgendwas finde, aber es wird die Achterbahn gewesen sein. Machen wir es an der Stelle nicht lächerlich. Nee. Will ich jetzt nach links oder nach oben? Ah, hier ist Wasser. Das kenne ich auch noch nicht. Nom 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 nom. Doch, ich glaube, das war im Trailer. Das ist jetzt wie in Mario Luigi. Das ist bestimmt auch der Fetisch von irgendjemandem, mit Wasser voll gestopft zu werden. Oh, ich mag die Kirby so rumwabbelt. Ah, das ist gut. Habe ich begrenzt Wasser? Ich habe das Gefühl, ich schrumpfe. Das ist so geil. Ja, ich gieße ja schon die Blume. Ich glaube, ich brauche gleich neues Wasser. Ich glaube, Kirby hat es jetzt. Ich brauche neues Wasser. Die Blumen brauchen neues Wasser. Und ich brauche noch weitere 4 Blumen. Ich war zu verschwenderisch damit. Da, neues Wasser. Ich sollte die mal mitnehmen, just in case. Oh Gott, das sieht so dumm aus, ich liebe es. War die hinten Blumen, du? Okay. Boing, boing. Das rumwaddeln. Ui. Ich komme gerade so darauf. Ich weiß nicht, ob ich die Leiter nehmen kann. Ich vermute mal eher nein, aber ich möchte es drauf anlegen. Nee. Nee, mach hier nicht so viel Eis. Ja, okay, schon verstanden, was ich machen soll. Ah, wahrscheinlich kann ich das Ding kaputt machen. Da habe ich mir extra von hinten Wasser geholt und dann das. Ja, hahaha. Ich mach die große Krabbe kaputt. Ich mach die große Krabbe kaputt. Nehm nochmal neues Wasser. Ich wollte eigentlich mein Wasser nur auffüllen, nicht komplett. Kirby, die muss nicht so verschwenderisch sein. Hier darfst du ruhig ein bisschen Wasser. Hier darfst du jetzt mal Wasser lassen. Wasser lassen. Oh Mann, die Hasen hier sind ja ganz feucht. Nass. Nee. Ich krieg den Gag nicht auf die Reihe. Warum ist das runtergegangen? Ahahaha. So einfach nicht, Spiel. So einfach. Oh, Popcorn! Noch mehr Popcorn! Ja, weg mit dem Wasser. Ja, hier ist Popcorn. Was will ich mit Wasser, wenn ich Popcorn haben kann?
Wenn ich mich ungesund ernähre, dann nehme ich natürlich das Popcorn. Warum soll ich denn das Wasser haben wollen? Und Hammer! Das ist doch der Hammer. Ah, da hinten. Jetzt sehe ich das Wasser auch. Jetzt erinnert mich das Spiel wirklich stark an Super Mario Sunshine. Mit dem ganzen Dreck wegmachen, mit dem Wasser und mit dem Vergnügungspark. Hui! Ich hätte vielleicht oben anfangen sollen, jetzt sehe ich hier kommen was. Und jetzt kann es sich erst auffüllen. Vorher war das unmöglich. Gott, wie zum Fick bist du nicht ertrunken? Oh Gott, der Wasser macht doch Kirby. Ah Gott, der blubbert sogar noch in ihm drin. Es ist sogar noch Kohlensäurewasser. Whee! Ich dachte, ich muss das machen. Ich das gar nicht machen muss. Was bringt mir das dann? Was ein Regenbogen. Ach doch, ich muss das machen. Okay. Ja, das sind mal 100 pro die Achterbahn. Es war 100 pro die Achterbahn. Ich habe nicht mehr mitgezählt, aber es war garantiert die Achterbahn. Was heißt Statistik 0,45? Das ist die Zeit, die ich online bin. Das habe ich auch schon. Den habe ich auch schon. Ich glaube, von Welle 1 habe ich alles schon. Oh, renn! Oh mein Gott, ja! Mario Kart! Was? Ich habe alle! Es war nicht die Achterbahn! Ich habe bis gerade eben nicht aufgepasst, was die Missionen waren. Aber scheinbar habe ich alle. Diesen Ausblick hilft denn endlich. Ja, sie sind alle am Anfang. Ich hätte die Achterbahn, glaube ich, als Entwickler gemacht. Hammerschatz. Ach ja, ich kann meinen Hammer upgraden, ne? Und wir machen erst Eagle, weil Eagle ist schon geupgradet. Dann upgraden wir Hammer und dann machen wir Hammer. Das ist ein Plan? Das ist ein Plan. Das sollte ein Plan sein. Per Definition sollte das als Plan zählen. Ja, hier weiß ich, dass ich runterrollen kann. Oh, das ist jetzt cool. So ein Level wollte ich, wo du halt einfach ganz viele Gegner einfach nicht aufnimmst. Nein! Hab ihn! Nein, stopp! Nee. Gott, da die optimale Route. Die sieht bestimmt super interessant aus. Vor allem hast du dann alle Gegner auf einmal in dir drinne. Ja gut. Das war aber spaßig. Nette kleine spaßige Mission. Jetzt habe ich auch mein Level, wo ich alle auf einmal meinte, es war so klar, dass es mir diese eine Sekunde versauen wird. Gottverdammte Scheiße. Das war so klar. So, dann upgraden wir mal Hammer. H-A-M-M-E-R, Hammer, yeah. Ja, ich weiß, dass ich da was. Meine Güte, Spiele, muss ich mir nicht jedes Mal anzeigen. Kann ich vorher. Kann ich das kaputt machen? Wie heißt eigentlich das Vieh nochmal, das mir hinterher geht? Dem ich absolut nicht über den Weg traue. Hey, Hammer ab! Los, mach mir Hammer. Ich will Hammer haben. Okay, das erinnert mich ein bisschen an den einen Hammer in Breath of the Wild. Ein Spielzeughammer ist das erste, was schwächer klingt, aber ich habe einen Helm dafür auf. Der ist wahrscheinlich jetzt absurd stark. Dabei kann ich ihn nochmal haben. Oh Gott! Allein die Rückseite macht Schaden. Das ist schon cool. Ja, der ist tot. Und die Reichweite ist halt größer jetzt. Okay.
Also das überleben, glaube ich, die meisten Gegner nicht. Was nicht gerade ein Bossgegner ist. Sehr nice. Dann die Hammer-Mission. Ui, ja, hier. Werd gleich hier hingebracht, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich bin wieder in der Wadeli-Stadt, also ganz unten auf der Karte. Aber scheinbar nicht. Und hier ist auch die Mario Sunshine Pampe. Das ist ja der, mein Hammer ist gerade normal, merke ich jetzt erst. Ach, die macht mich nur leise, meine macht ja keinen Schaden. Ist ja fast schon gut, wenn ich in der Mitte bin, ne? Nee. Wollte ich nicht lieber mit Dartpfeilen auf Ballons werfen. Ja, dann habt ihr einen besseren Job gemacht. Nee. Geh tot. Ja, ich war verunsichert, weil auf der rechten Seite irgendwas geklingt hatte, dachte ich kurz. Kennen wir den Bunkers schon? Ich glaube nicht. Aua. Solange nicht mein Hammer aus mir rausschlägt, ist alles in Ordnung. Deine Durian sehen jetzt noch schlimmer aus als vorher. Und die Durian ist sowieso schon eine Stinkfrucht, die mich nicht alles täuscht. Ja gut. Das kann ich auch. Ich hab mehr Leben als du, ich gewinne das eher. So, das war doch jetzt Bestzeit, ne? Ne? 1,20. Holy shit, wo soll man denn so viel Zeit noch gut machen? Wobei ich nicht weiß, wie stark der starke Hammer, also der aufgeladene Angriff ist, der könnte vielleicht noch einiges rausreißen. Was haben wir denn hier noch? Das scheint ein Fuß. Ne, das ist ein Panda? Oder ein Geisterhaus? Könnte ein Geisterhaus sein. Karussell, ein Riesenrad, ein Dunkel. Das ist wahrscheinlich für irgendeinen Boss. Dahinter Eis. Wait. Wollte gerade sagen, ich habe noch keinen Versteckten gefunden. Ah. Ich muss doch bestimmt noch irgendwo so ein Ding versteckt, so eine Bonusaufgabe. Nein, na gut. Ah, hier. Sag ich doch. Dann. Das ist wahrscheinlich ein Level selber. Dann scheint das fast schon eine kleinere Welt zu sein. Ist auch nicht auf der Achterbahn. Na gut, dann machen wir das Ring. Dann spielen wir jetzt Ringfit. Puste ohne Pause, das kann ich. Pust. Kann ich die nur einmal treffen? Ja, das reicht, okay. Na, fuck. Haben sich reingelegt. Wenn sie welche so hier runterfahren. Ja. Ach, Mann. Jede Menge Zeit verloren hier. Das kann man viel, viel besser machen. Nee. Jetzt, okay, gut. Okay. Muss ich mich erst nochmal umgucken. Und da, achso, die kann ich von oben und unten noch treffen. Nein, fuck. Fuck.
Fermi, stell dich ganz gerade hin. Okay, hat gerade so noch gezählt. Der buchstäblich letzte Windstoß ist damit angekommen. Ach, der Wind bringt die öfter, aber ich bin beim Schwert 20 Mal draufsteigen. Dann nicht. Alles klar, verstehe, wer will. Gott, bin ich froh, dass ich die Bonusdinger dann nicht mache. Da ich absolut keinen Nerv zu. So, dann Mario Kart. Lass Mario Kart spielen. Aber ich kann das Schild zum Wackeln bringen. Das ist ein liebevolles Detail. Das hätten sie nicht machen müssen. Das Level kann, glaube ich, eine Weile dauern. Geht das auch mal voran da? Wofür steht ihr überhaupt an? Hier ist nicht mal irgendwas. Die haben sich jetzt einfach nur deinen Weg gestellt. Was für Arschlöcher. Ja, Moment. Ich möchte vorher nochmal umgucken. Na gut. Wahrscheinlich. Ich sehe da schon so ein Zeitding. Ich muss wahrscheinlich schnell sein. Boing. Okay, die kann ich nicht kaputt machen. Ich kann ganze Häuserblöcke kaputt machen, aber kein paar Reifen. 25 Sekunden, das schaffe ich. Ich weiß noch nicht, was die Strecke ist, aber... Aus dem Weg! Frauen und Kirby zuerst! Das erinnert mich gerade jetzt irgendwie an Excite Bike. Gerade auch mit der ganzen Pampe, die am Boden liegt. Wie war da? Wie schnell war ich? 21, ja, sehr schön. Und mein Preis ist ein Waddeldi. So toll. Das klingt so nach so einem Teilnahmepreis. Danke fürs Teilnehmen. Hier hast du dein Waddeldi. Hier hast du deine Teilnehmerurkunde. Und gut ist. Okay, war auch der erste. Wahrscheinlich machen sie das jetzt noch zwei, drei Mal mit dem Rennen fahren. Ja. Oh, guck mal, wie süß der schläft. Wie süß er schläft. Oh, ist der niedlich. Oh, ich muss ihn töten. Er ist unschuldig, ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Ah, fuck. Ich will nicht so drüber nachdenken, will ich eigentlich Igel haben, bei der Menge hier liege. Ne. Kann ich mich so einfach machen. Oh Gott. Ah, Bomben wäre allerdings auch nicht schlecht. Ich glaube, ich kriege hier überall Bomben hinterhergeworfen. Von daher weiß ich nicht, ob ich sie wirklich brauche. Wenn nicht, gibt es sie zumindest oft genug. Fast Food. Fast Food haben wir. Ich denke immer, die Gegner können sich nochmal wehren, aber nee, sobald die aufgespießt sind, sind die tot. Der ist vorbei. Die hatten meine Familie für die längste Zeit. Jetzt sind sie nur noch eine müde Erinnerung. Hier hinter ist doch 100 Boden. Okay, ist nur eine Kapsel. Ich hatte mir ehrlich gesagt etwas mehr erhofft, aber okay. I'll take it. Was ist das? Ich dachte, das wäre direkt verbunden, okay. Scheinbar nicht. Das sieht mir nach Bonus aus. Jetzt brauche ich keine kaufen. Dann hat alles schon dicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, unsere Stacheln heben sich gegenseitig auf. Ich dachte, er hält länger durch. Aber scheinbar nicht. Scheinbar doch nicht. Da ist schon mal der Wandel, die... Okay. Schon geschnallt. So, und jetzt einen perfekten Wurf. Mein Gott, das hat tatsächlich funktioniert. Ich hätte niemals gedacht, dass es gleich klappt. Was? Nein! Verdammt. Fuck. Oh, nachdem ich einen perfekten Wurf hatte. So, dann nehme ich halt erstmal den. Aber ich will meinen Igel behalten. Hm. Das ist eine Leiter. Nee, ich halte erstmal die Leiter noch.
Dann scheiß mal drauf. Ich mag den Jingle mehr als den Sternen-Jingle, bin ich ganz ehrlich. Wahrscheinlich, weil der Sternen-Jingle auch ein bisschen overused ist inzwischen. Also ich krieg gerade eine Menge Fähigkeit. Ah, hier. Hier. Hey! Okay, ich wollte eigentlich die Dinger kaputt machen. Ich dachte, die sind die Aufgabe, aber gut. Wenn das die Aufgabe so ist, I take that. Und jetzt kriegt man sehr viele Blaupausen. Das Schwert, die zweite Form vom Schwert kenne ich nicht. Die dritte war in der Demo, meine ich. Das war jetzt, glaube ich, die letzte Form, meine ich auch. Zweite? Glaube ich nicht. Oder haben die alle nur ein Upgrade? Ich dachte immer, sie hätten zwei. Meine Güte, warum halten die so viele aus gerade? Wahrscheinlich, weil ich keine Combo richtig bei denen gemacht habe. Okay, 50 Sekunden. Wäre natürlich gut, wenn man die Zeit auch selber irgendwo sehen. Selber irgendwo sehen würde, aber okay, dann halt nicht. Whee! Ah, ich denke jedes Mal, ich muss. Okay. Kann ich abkürzen? Ja, kann ich abkürzen. Dann fahren wir gleich hier runter. Es geht schneller. Gott, für einige Münzen muss man hier echt knapp besachen. Mann, ich war zu schnell. Behaupte ich jetzt einfach mal. Hui! Hä? Kann ich springen? Achso, ja, ich kann ja springen im Auto. Das musst du doch so machen für die Bestzeit. Da stand gerade was von 25 Sekunden, habe ich schon verbraucht. Von daher. Nein! Oh, der war eine Scheiße, der war im Arsch. Hey, kann ich das neu starten einfach so? Oder muss ich jetzt erstmal die Strecke zu Ende fahren? Komm! Da, ah, Scheiße, ich wollte abkürzen. Hier, ich kürze jetzt vollgeistmäßig ab. Okay, die gehen auch nicht kaputt. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Aus dem Weg! Eine Oh Gott, das Zeit war ja schrecklich. Ich möchte die Sachen gar nicht annehmen, außer das Ding. Außer den zweiten Platz. Weil ich nicht weiß, ob ich die Kapsel. Wird die auch zurückgesetzt? Hinten ist das Ende dann auch. Das heißt, hier wird es wahrscheinlich noch ein Waddle-Dee geben. Dann sollte ich alles haben. Wenn die Abkürzungen, die ich da nehmen wollte, klappen und ich nicht runterfalle und so blöd, dann ist das. Das ist nicht so schwer. Ich wusste halt nicht, ich dachte, ich kann halt die Gegner kaputt machen und sowas. Ne. So. Diesmal schaffe ich es. Oh. Oh Gott. Es ist aber. Dadurch, das ist schwierig, da durchzukommen. Hier kann man auch runterspringen. Das sind auch Kartons. Und daher weiß ich nicht, ob ich nicht sogar darüber abkürzen soll. Und einfach da und einfach dadurch, aber. Ja. Hier geht's nicht, aber hier geht's vollgeistmäßig abzukürzen. Komm, das ist doch jetzt viel besser. Das sollte jetzt doch reichen. Ja. Also ich würde sagen, das war gut. Das reicht. Oh, das reicht gerade so. Ich weiß nicht, ob man da noch anders irgendwo hätte großartig abkürzen können. Aber ich bin damit zufrieden. Ich habe einen Waddle-Dee übersehen. Wer? How the fuck habe ich einen Waddle-Dee übersehen? Na, die Kuh will ich noch mitnehmen. Da sind eh immer nur Münzen drin. Ich weiß genau, dass ich die Münzen niemals brauchen werde. Wenn ich ein Waddle-Dee wäre, wo würde ich mich verstecken? Dann reiche das innerhalb von 20 Sekunden, okay. Ich kann mir vorstellen, beim zweiten ist es dann nochmal sowas krasseres. Also ein Waddle-Dee suchen, das erste Ziel innerhalb von 20 Sekunden. Hm. Na, ich hab da 10, ich nehme doch einfach den.
Das ist doch auch ein Vanille, das merkt doch keiner. Nehmen wir doch den so lange. Waddledi ist Waddledi. Das ist ein Geisterhaus, da freue ich mich auch schon drauf. Der Jahrmarkt gefällt mir bislang am besten von allen Welten. Gut, die erste war halt auch noch recht simpel. Sekunden beim ersten Mal. Okay, da kann ich wahrscheinlich auch irgendwo abkürzen. Ich habe es nur nicht gesehen. Ey, wie viele Waddledi fehlt mir? Der dritte. Überlegen. Wenn ich ein Waddledi wäre, wo würde ich mich verstecken? 25 war die beste Zeit. Kann bestimmt irgendwo eine Abkürzung nehmen. Wenn sie jetzt nur finden würde. Wahrscheinlich hier nicht springen. Weil das schneller ist. Alter, das ist knapp! Wie soll man denn da 20 Sekunden schaffen? Das ist... Also wenn sie Zeitlimits in dem Spiel einbauen, dann aber richtige. Dann muss es aber wissen. Vielleicht ansonsten noch, wenn ich doch die Rampen nehme. Springe. Ich kann mir halt vorstellen, dass mich die Gegner langsamer machen, wenn ich die treffe. 18. Alter! Alter, ist das knapp! Hundertstel Sekunden. Du darfst da halt echt nicht viel falsch machen. Nicht zu sagen, du darfst eigentlich gar nichts falsch machen. Schon ziemlich direkt. Vielleicht den Gegnern doch mal ausweichen, dass die mich doch zu sehr ausbremsen. Ja gut, eben. Nicht so sehr wie die ganze Pampe, aber... Macht's denn wieder? Alter, komm schon! Meine Güte! Ich werde immer besser, ja, aber ich weiß halt nicht, wie ich noch eine Sekunde. Ich glaube, ich muss den Gegnern wirklich ausweichen. Das ist hart. Das ist die erste Mission, wo ich sage, die ist knifflig. Du musst halt wirklich sehr, sehr perfekt dafür sein. Das hätte ich deswegen auch niemals erwartet jetzt an der Stelle. Quasi keinen Gegner treffen. Das ist vielleicht schon zu weit außen wieder gefahren. Ja, nee, der war nur scheiße. Boah, warum ist denn das so schwer? Könnte ich einfach irgendwo eine Abkürzung hinmachen, die man einfach sehen muss? Um das zu schaffen? Dass du halt eher erforschen musst, als hier haargenau da lang zu fahren. Ich will jetzt nicht wegen so einer Scheiße nicht die 100% holen, aber das ist definitiv was von den schwierigeren Sachen. Versuche halt den Gegnern auszuweichen, so gut es geht. Bis jetzt habe ich noch keinen getroffen, das ist schon mal sehr gut. Alter! Komm, weil ich einmal 15 Mikrosekunden weg war. Meine Güte! Wie willst du das denn schaffen?
Ich suche jetzt erstmal noch. Jetzt suche ich nach einer Abkürzung. Weil jetzt habe ich langsam das Gefühl, das geht nicht. Das war, wie ich es jetzt gedacht hätte, optimal, aber. Aber scheinbar ja nicht. Hier geht's auch nicht irgendwie durch. Kann ich die Gegner irgendwie werden, wieder spawnen, wenn ich die vorher ausschalte? Hier irgendwie? Na gut. Das macht mich natürlich langsamer, ja. Macht Sinn. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass es so gedacht ist. Das ist halt mein Punkt. Und ich weiß halt nicht, was schneller ist. Hier rüber zu fahren oder darüber nicht zu fahren. Was denn der? Das war halt immer noch für den dritten Platz, fast für den zweiten noch in der Zeit. Da siehst man, wie absurd das mit dem Extra-Wandel die ist. Das ist ein bisschen zu hart. Aber das hätte man auch auf 22 Sekunden machen können, ist ja trotzdem schwierig. Ich halt auf 20. Ich weiß halt nicht, was ich noch machen soll. Das ist halt mein Punkt. Ich dachte, ich bin schon optimal gefahren. Nee, aber da haben immer noch 15 Sekunden gefehlt. Diesmal sieht es gut aus. Ja. Okay, dann glaube ich langsam, die Gegner sind egal. Man muss einfach nur die Strecke wirklich kurz nehmen. Meine Güte, das mit den 15 Mikrosekunden wird mir wieder keiner glauben. Millisekunden, ach, keine Ahnung. So, dann muss ich auch immer noch einen Waddle-Dee finden, ne? Wo war denn der zweite? Wo war denn der erste überhaupt? Ich will den Igel wieder haben. Aber ich will den Igel wieder haben. Hier war, glaube ich, irgendwann. Ja, ich bin danach. Bin dann mit dem Unverwundbarkeitslogik ziemlich durchgerannt. Das gebe ich zu. Da kann ich gut was übersehen haben. Du musst halt mit dem Unverwundbarkeitslolli da drin. Der ist halt nur temporär. Kann ich doch auch nichts für. Kriege ich mal Feuer und Eis. Wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich mir gerade. Aber. Na, irgendwie konnte ich jetzt auch gar nichts. Nichts sonst. Kann ich da oben auf diese Litfaßsäule drauf? Sind die so fies? Wenn ich mir gerade das denke, dass ich jetzt hier zurück kann. Auf die Säule. Gott, ich glaube, die sind so fies. Ich denke, das ist es. Und wohin soll ich jetzt? Da lang. Nee, ich kann ja. Hä? Hä? Okay, dann gucken wir uns. Aua, die Autostrecke nochmal an. Vielleicht kann man da einen Ball in die finden, bekommen. Kriegen. Irgendwie, wo, was. Ich meine, die Strecke bin ich ja auch ziemlich gewascht. 15 Sekunden. Wahrscheinlich soll ich 20 Sekunden hier auch brauchen, ne? Dann will ich jetzt mal diese Abkürzung mit den Kartons besuchen, die ich gesehen hatte.
Oh, die haben hier unten drunter einen versteckt. Das kann ich mir aber eher nicht vorstellen, weil du diesen Bereich halt super einfach abkürzen kannst. Das geht halt. Das geht wahrscheinlich auch so rum, ne? Ja. Dann muss ich daran denken. Ja, ja, du sollst das so 100 Pro machen. Und dann halt eine neue Bestzeit. Aber wo ist denn Waldi noch? Hier vielleicht irgendwie. Man kriegt einen fürs Rennen auf die, dann kann ich mir vorstellen, dass einer hier auf der Rennbahn selber ist. Irgendwie. Ist er dann? Und der davor war ja der in dem Bonusbereich. Das muss der jetzt entweder bei dem Bonusbereich oder halt hier sein. Also kurz danach. Ich weiß es gerade nicht, will aber auch noch nicht nachgucken. Ich will jetzt aber mal ziemlich perfekt fahren. Das. Okay, das ist einfacher, als ich es gedacht hatte am Anfang. Dann ist man hier auch im Cycle. Nein! Oh! Kann ich das. Aber wir sind jetzt schon bei 20 Sekunden. Das kann also nicht 20 Sekunden wieder sein. Ah, Mann, diese Gitter sind echt die Hölle. Also die finde ich echt schlimm. Da kannst du halt kaum was machen. Ich denke, wenn ich nicht runtergefallen wäre, ist das schon mal eine ganz gute Zeit. Ach komm schon. Und wenn das natürlich auch nicht passiert wäre. Ah, 45, vielleicht, ganz vielleicht sogar 30. Ah. Dann war das jetzt sogar einfacher als das erste Rennen. Ich weiß halt immer noch nicht, wo der Waddle sein soll. Das Rennen irritiert mich auch gerade ein bisschen. Aber okay. Mir fehlt noch ein Waddle in einem Käfig. Ich gehe auch erst ins nächste Level, wenn ich den habe. Da kenne ich nichts, da bin ich still. Gott. Jetzt sehe ich gerade im Chat, weil die wurden mir in OBS gar nicht angezeigt, ne? Ah doch, die wurden mir sogar angezeigt. Oh Gott, wie blockiere ich denn die Hurensöhne? Spam. Das ist wahrscheinlich ein Bot-Konto. Message.
und blockiert. Da kenne ich nichts. Wenn du in meinen Stream kommst, um mir so einen Blödsinn anzudrehen. Und blockieren. So. Ja, so. Bei Flur ist voll was im Pfund. Ach Gott. Kinders. Meine, manchmal glaube ich selber nicht, was ich da teilweise lese. Da ganz ehrlich, wenn sowas drin ist, da mache ich lieber, bin ich lieber komplett alleine. Alter, da spiele ich über die Spiele so für mich. Anstatt mit irgendwelchen Bots, die mir nur was andrehen wollen. Die mir nur was verkaufen wollen. Die wollen ja nur mein Geld, ne? Der Rest ist denen ja scheißegal. Ob ich überhaupt eine Zielgruppe für die bin, das ist scheißegal. Und es gibt genügend Leute, die wahrscheinlich drauf reinfallen. Das ist halt auch das Traurige daran. Die sich halt denken, ah ja gut, damit kann ich bestimmt schnell... Jetzt schaffe ich sofort in 10 Sekunden. In 20 Sekunden. Ich hole mir nochmal den Shy Guy... nicht Shy Guy, falsches Spiel. Den... Waddle Dee, nehme ich mal, dass er der zweite sein müsste, weil ich dann ab da gucken kann, dass er halt der dritte ist. Was mich jetzt nur. Also. Vergessen, dass der Stream Delay hat. Was mich jetzt nur wundert, ich hatte hier in OBS ja nochmal. Zum Ausblenden. Dass das mit 44 Sekunden sein soll. Ja, frage ich Chris mal mehr Zeit. Vielleicht weiß der das. Oder ich muss halt mal Match Tools schauen. Oder mal nachlesen und sonst was. Kannst halt dich über so viele Sachen dann nachlesen. Das ist halt. Also ich meine, es ist ja schön, dass es für alles Hilfe gibt. Nur das Problem ist, du hast so diese eine spezielle Sache. Und du weißt nicht, wie du sie beschreiben sollst. Und dann findest du niemals ein Tutorial dafür. Nehmen wir jetzt halt mal Bomben mit. Ich hab das Level jetzt so oft gemacht, ich hab's auch nicht mehr. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. So, jetzt guck ich mal auf dich. Ich sehe halt absolut hier nichts, wo was sein könnte. Hier ist schon wieder zu weit. Ah, ich hasse es, dass du, wenn du einmal durch die Türen durch bist, das nicht mehr zurück kannst. Das hat mir auch Impossible Lair so ein bisschen kaputt gemacht. Weil die Level da halt viel zu lang sind für sowas. Das ist ja cool, dass sie lange Level haben. Du kannst halt nicht mehr zurück und wenn du irgendwas übersehen hast, musst du das ganze Level nochmal spielen. Ich hätte halt gesagt, irgendwie die UFOs kaputt machen, aber ich hatte ja sogar mit dem mit dem Stern, sag ich fast schon. Lolli war ich ja hier. Das hat nichts gebracht. Gott, wenn er so getroffen wird von hinten, nimmt er so viel mehr Schaden. Gesagt, es hat das mit diesen UFOs auf sich, aber ich weiß nicht was.
Hier ist auch nur die Kapsel. Machen wir doch zurück auf die Rennstrecke. Ich bin mir unsicher. Ich bin mir halt wirklich unsicher. Kann ich die Strecke auch. Ich kann die doch bestimmt auch so abgehen, ne? Ja. Machen wir das mal. Vielleicht finde ich dann irgendwie was mehr, weil ich ja gezwungen bin, es mir jetzt langsam anzugucken. Wenn nicht, kann ich das Auto immer noch holen. So ist nicht. Vielleicht ist das auch sowas wie Schalter alle Gegner. Das kann ich mir nicht vorstellen. Darunter. Ich glaube nicht, dass es so fies sind. Ich lege hier mal meine Bomben hin. Irgendwann despawnen sie sowieso. Oh, die rollen sogar hier runter. Nett. Jetzt ist sogar das Auto hier, sind aber ohne was vergessen. Willst du jetzt aber nicht mehr zurückgehen, dann nimm doch das hier. Ich bin aber ganz bewusst ohne Auto schon hier. Ich möchte umweltfreundlicher sein. Ich laufe. Das kurze Stück kann ich auch mal laufen. Oder mit dem Rad fahren. Ich habe neulich von einer Freundin das nachgucken müssen, wegen einem, die hatte eine 8 im Rad. Also das Rad ist vorne nicht mehr ganz gerade. Ich habe mal gegoogelt, was du da machen kann, muss, soll, kann. Und dafür braucht man eine Nippelzwänge? Nippelrichter? Oh Gott, wie hieß es? Es war irgendwas, wo ich mir dachte, das klingt doch auch wie ein Sexspielzeug. Ich glaube, Nippelspanner, glaube ich, war es. Nippelspanner, Nippelpresse, irgendwie sowas. Ich glaube, Spanner. Das klingt halt so hart nach Sexspielzeug, das fand ich ziemlich lustig. Das wäre so eine Frage für genial daneben. Was ist ein Nippelspanner? Da wird, glaube ich, auch keiner so schnell drauf kommen, dass das was fürs Fahrrad ist. Ich bin halt da rechts auch noch nie lang gefahren, ne? Bin immer abgekürzt. Ich will halt auch nicht nachgucken eigentlich. Eigentlich möchte ich es ja selber suchen. Alter, ich habe halt null Ahnung, wo der sein soll. Sonst hast du ungefähr eine Idee, immer so, ah ja, den Bereich nochmal genauer angucken, den Bereich oder so. So ist halt. Nö. Wo? Wo soll der noch sein? Nein! Das wollte ich nicht. Ich meine, ich würde ja auch sehen, wenn ich irgendwo das Auto brauche. Beziehungsweise, ich bin ja schon so oft hier mit dem Auto jetzt angefahren. Die kriege ich auch hier nicht kaputt. Ich hätte halt gesagt, es muss doch irgendwo auf der Rennstrecke sein. Ich kann perfekt hinter ihm herlaufen, er ist genauso schnell wie ich. Der hat das angenehm. Welches Level ist das? Jetzt finde ich eher diese Münze schon. Wir machen jetzt mal Folgendes. Erstmal muss ich pullern, deswegen mache ich jetzt gerade mal das Mikrofon aus und dann gucke ich nach.
So, und da bin ich auch wieder. Ich google jetzt gerade mal. Garden Land. Das ist Welt 3, 2, 3, D. Ich möchte einfach nur 3, 4, das ist die ganze erste Welt hier, nicht mit irgendwie die dritte Welt. Und schon habt ihr mir gespoilt, dass es 6 Welten gibt. Nee, Moment, das kommt aber auch nicht hin. Da. 12 und wieder. Was? Das hätte ich nicht gefunden. Das hätte ich nicht gefunden so schnell. Aber Moment. Also da. Na, okay. Ja, ich bin im falschen. Ich dachte im falschen Korridor gerade. Moment, bin ich noch wieder zu hören, OBS? Ja, ich bin zu hören. Okay, gut. Das Quietschen ist manchmal mein Stuhl, falls man das hört. Das ist noch der gute Stuhl, der andere tut weh nach einer Weile. Da kann man sich nicht vernünftig zurücklehnen. Ey, das hätte ich ja nie gefunden. Das ist buchstäblich Schneidegras an der richtigen Stelle. Und ich glaube, so oft wie das Level habe ich jetzt noch kein Level gemacht. Das ist bestimmt irgendein Rekord. Langsam kann ich das Level nämlich auch nicht mehr sehen. Ich hätte auch später wiederkommen können, ja, aber gar nicht, das hätte ich später auch nicht gefunden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass ich das später gefunden hätte. Vor allem, wenn ich mich dann nicht mal dran erinnere, wo genau welcher Wall die anfängt und welcher aufhört. Das hat jetzt auch schon und jetzt willst du mich verarschen. Also ich habe das Gefühl, die Pampe bremst einem irgendwie gar nicht aus, weil da war ich jetzt auch 3-4 Mal in dieser Pampe. Okay, geh weg. Aua. Ich wollte gerade blöd Angriff zu drücken. Also Zwischenboss machen, von dem Schwert holen und dann Gras schneiden. Ich habe mir überlegt, was, wenn er jetzt in meine Richtung geht. Hab nochmal vorsichtshalber Y gedrückt und dann sind wir in uns gegenseitig gerast. Will ich den mitnehmen? Nee, eigentlich nicht. Ich mach den Kampf einfach so. Der ist halt auch so. Er ist halt auch so kein Problem. Es ist jetzt nicht so, als wäre das. Beliebigen Dark Souls Boss hier einfügen. Der vielleicht nicht unbedingt der erste ist und auch nicht Sif, weil Sif habe ich gefrustet. Sif war doch der Film, ich glaube schon. Ich muss mal wieder Dark Souls spielen. Ich habe Ornstein und Small gemacht und dann bin ich nicht mehr weitergekommen. Also ich habe die Four Kings noch gefunden, aber ich wusste dann nicht. Ich weiß, man muss irgendwo einen Ring finden. Um diesen Fall-Damage halt nicht zu bekommen. Ich weiß auch nicht, ob ich es bis zu denen geschafft hätte, das ist ganz unabhängig davon, aber ein O mit vernünftigen Damage, weil vielleicht sind sie auch gar nicht so schwer. Ich habe den Kampf halt nie gemacht. So, und jetzt hier. Ne, dann nehme ich auf der anderen Seite. Ja, hier hinter ist er. Ja, komm. Komm, Spiel. Also verglichen damit, wie du es sonst gezeigt hast. Das Fiese ist ja auch, vorher werfen sie einem. Ob das mir noch wichtig wird? Sieht so könnte wichtig werden mäßig aus. Vorher zeigen sie alle Wege so super offensichtlich. Und das ist jetzt hier so ganz klein hinter Gras versteckt. Ist klar. Ist klar, Spiel. Ach, ich wollte ja noch. Wo habe ich jetzt mein Handy hingetan? Moment. Handy! Wo bist du?
nur 12 Sekunden gedauert, das Handy zu holen. Ich habe jetzt beim Fahren das Handy am, ich habe jetzt das Handy am Steuer, buchstäblich. Mal gucken, ob ich, muss ich springen? Am Ende muss ich springen, ne? Ansonsten, ja, weiß drauf. Gott, das ist gar nicht so einfach. Und eigentlich wollte ich auch nur kurz wem was schreiben. Ich schau gerade halt echt nicht hin. Deswegen kann ich mich auch gerade nicht aufs Reden konzentrieren, weil ich mich aufs Schreiben und Fahren konzentrieren muss. Ich bin ein Mann, ich bin nicht multitaskingfähig. Ah, fuck. Es wurde ein Fehler gemacht. Moment. So. So, dann haben wir das auch erledigt. Was würde passieren, wenn man hier die Zeit zu Ende gehen lässt? Das würde mich eigentlich mal interessieren, aber ich habe keine Lust dafür zu warten. Da muss ich ja. Muss jetzt. Kannst du 2 Stunden, ja, 99 Minuten. Da müsst du ja hier warten. Das klingt halt nach was. Gott, das wäre sowas, das müsste man mal in einem Podcast-Stream machen. Wo es halt gar nicht. Wo es vielleicht um Kirby noch geht, oder dann würde man einfach nur gucken, was hier passiert an der Stelle. Ob es dann einfach von Null anfängt, ob es dann da gecapped ist oder so. OBS wissen. Ach, guck ich später. Jetzt spiele ich nochmal mit dem Level Kirby. Ich probiere jetzt dafür offen, weil ich da Twitch offen habe. Ah, ich merke, ich habe es doppelt offen. Na ja, gut, Boomerang. Habe ich Boomerang nicht schon mal gemacht? Das ist das Bohnenfeuerschein. Ja, komm, kleinen Schatzding erzähle ich nicht als Level. Immer der Reihe nach. Aufladen und werfen. Normale Boomerang, dass ich den nochmal sehen darf. Say what? Muss ich hier hingehen und dann aktiviere ich den damit, ne? Ja, okay, schon verstanden. Da hinten. Nee. Bin nicht in der Lage, mich gerade hinzustellen, weil. Ja, komm. Meine Güte!
drück doch nur nach unten. Was soll ich denn noch machen? Warum ist das close enough? Das könnte jetzt schwierig werden. Ach, fuck you. Ah, okay, hat gepasst. Ah, das war's auch schon. Okay, gut. Ich rechne immer mit Schlimmerem. Ich überschätze dieses Spiel. Das Spiel ist simpel. Ich denke auch bei dem Auto, da muss ich jetzt alle Abkürzungen verwirken. Nein, das Spiel ist eigentlich viel einfacher. Gerade die Aufgaben neige ich dazu, maßlos zu überschätzen, was ich machen soll. Ja, ich habe noch irgendeine Blaupause. Was machen wir danach? Oder habe ich die eingelöst? Oh, ich weiß es nicht mehr. Wir gehen gleich nochmal nach Waddledee Town und gucken das nach. Kaputt. Ich weiß, wie man Dash spielt. Das ist jetzt nicht so das Schwierige. Nee. Ich kann auch hier rüber dashen, da habe ich kein Problem mit. Aua. Hui. So ein Feuerball, Junge. Ja, okay, kaputt. Sehr schön, wenn die kaputt sind, ist das deutlich angenehmer. Lass mich raten, die machen es nicht kaputt. Ne, natürlich machen die es nicht kaputt. Das würde ja Sinn ergeben. Natürlich nicht. So, jetzt nochmal Waddledee Town nachgucken. Vielleicht ist da was, vielleicht auch nicht. Und unabhängig da. Ah, jetzt. 1,75. Jetzt hat sie es aktualisiert. Nein, ich wollte das nicht ausblenden. Nein, kann ich. Okay, egal. Ach, Schwert. Stimmt, Schwert habe ich ja verbessert können. Dings. Blaupause gefunden. Ich kann reden. Eigentlich, vielleicht, nicht. Wahrscheinlich eher nicht, sind wir mal ehrlich. So, jetzt bin ich gespannt, ist es das aus der Demo oder ist es nochmal ein anderes? Und wenn ja, habe ich in der Demo dann... Ich dachte halt in der Demo, ich habe das letzte bekommen, aber... Gott, dass es allein schon 3,5 Punkte Kraft hat. Schon absurd. Und was mir aufgefallen ist, Waddledee hat da rechts in der Dose Elektrizität scheinbar gespeichert. Da ist zumindest ein Blitz drauf. Könnte auch ein Pikachu sein, das kann natürlich auch sein, aber das, ich glaube, das ist das aus der Demo. Ist natürlich jetzt die Frage, ist das aus der Demo schon das Stufe 2 oder gibt es dann nochmal eine Stufe mehr? Gott. Gott. Also ich fühle mich wie Guts aus Berserk damit. Gott, dieser Ring ist so groß, den ich hinter mir herziehe. Warum ist... Egal. Okay, machen wir noch das Horrorhaus. Dann habe ich auch wieder... Dann habe ich auch wieder die 2 Stunden voll. Gott, der Hund, der da drin ist, gefällt mir ja. Ah, das Spiel ist so cute. Dann habe ich meinen Film für heute auch. Hier ist nichts, okay. Das ist schon mal so ein Alien-Angriffs-Horrorhaus. Ich mag diesen Tunnel jetzt schon. Und ich mag es, dass mein Schwert 3-mal so groß ist wie ich. Die Musik gefällt mir auch. Entschuldigung. Hey komm, wir müssen dich nochmal zeigen. Oh Gott, kann ich den kaputt machen? Oh, die sind niedlich. Oh, ich will den Stoff hier von denen.
Das sind irgendwelche Geister oder so? Ne, die kann ich nicht kaputt machen, okay. Die erinnern mich sehr stark an die einen Gegner in Yoshi's Island. Und hinter ist Rückenlade. 30 Sekunden Geister natürlich. Ich sollte nochmal zurück. Ich glaube, ich habe nichts übersehen, aber das habe ich in diesem Spiel so oft schon geglaubt. Ich habe eine gewisse Paranoia deswegen. Wie kann ich eigentlich. Oh mein Gott, ich wäre das auch. Es ist jetzt auch mein Schild. Oh, wie bei dem Schwert geht. Ich dachte, ich werde das einfach mit meinem Schwert dann ab. Und das finde ich noch cooler. Dass das genauso ist. Nee. Na gut. Vielleicht. Okay, ich kann ihn auch nicht kaputt machen. Das sind einfach nur Jumpscares. Das sind überhaupt nicht Jumpscare von allen. Und hier ist halt fies, weil du kannst da runterfallen, theoretisch. Was ist das für ein Block? Ach, hier fall ich einfach nicht runter, okay. Los, jumpscare mich nochmal. Ich spiele in der Spiel jetzt ziemlich Slow-Mo durch. Laufen jetzt nur noch so. Ich muss das Video ja auch irgendwie strecken, den Stream ja auch irgendwie strecken. Aua! Okay, okay. Die haben mich jetzt etwas. Ich war nicht drauf vorbereitet. Das ist, glaube ich, so der Sinn in einem Jumpscare, aber. Warte. Wenn ich jetzt falsch gemacht hätte, wäre der Waddle die dann locked out, hätte ich ihn dann nicht mehr kriegen können, ohne das Level neu zu starten. Ich dachte, hier hinter wäre eigentlich Schokolade, aber okay. Oder halt ein Snack. Was soll ich, was für Snacks diesmal haben? Stirb. Tod. Tod und Verderben. Tod, sage ich. Du sollst nicht länger leben. Da kann ich die Lampe wieder einsetzen, bevor ich das mache, würde ich mich aber hier ein bisschen umgucken. Okay. Hatten wir das schon? Ich weiß es gar nicht mehr. Es war auf jeden Fall im Trailer. Mir ist gestern auch eine Glühbirne kaputt gegangen. Ja. Achso, ich kann auch länger leuchten. Okay. Ich kann das immer nur kurz machen. Oh, das ist eine coole Idee. Dass hier jetzt so alles dunkel ist und ich mit der Glühbirne suche. Das ist eine coole Idee. Und es erinnert mich gerade so ein bisschen auch an der Head in Time. Da! Das ist fies. Ihr seid fiese Möppe. Die Ideen sind kreativ, wie sie mich wegkicken wollen. Man könnte, glaube ich, oder nee, so weit kann Kirby, glaube ich, nicht fliegen. Da hinten muss ich hin. Ja, Geld und Essen, ja! Yippie! Geld und Essen! Alles, was ich jemals haben möchte! Ich werde hier gleich gejumpscared. Ne? Ja. Ja, ich hab's an der Wand nämlich gesehen. Ich habe die Kapsel gesehen, habe ich die Wand gesehen, jetzt muss hier doch irgendwie gleich ein Jumpscare kommen. Ich finde die Idee super cool. Ich mag die Weltraum-Thematik dahinter. Ja, bin ich. Du siehst mich nicht. Nein, du siehst mich nicht. Da geht's weiter, so wie scheinbar hier dann erstmal. Das ist aber auch ein Fall. Hier ist sogar ein Checkpoint-Moment. Nee, dann zurück. Dann alles zurück und so. Geld und Katze. Ich mache mir langsam Sorgen, dass ich nichts an Waddle-Diesen so finde. Großartig. Ich hab's jetzt erst einen. Und jetzt next habe ich auch noch nichts.
Zählt das da oben als Snack? Ja, hallo. Nee, das zählt nicht als Verstecken. Hier geht's weiter wahrscheinlich. Da! Oder hier. Oder hier. Gott, jetzt wird's verwirrend. Ah, hier ist ein Waddle-Dee, okay. Und Nummer 3, das habe ich befürchtet. Ich habe was übersehen, also. Hinter? Irgendwie noch ein Snack oder so? Also ich vermute mal, das ist der reguläre. Ey! Das sollte aber als Versteck ziehen, ne? Ja. Okay, gut, bei den Snacks bin ich mir gar nicht so unsicher, wie bei den Waddle-Dees. War das denn jetzt nicht? Wo kam ich? Darf ich nicht noch wieder zurück? Was war da? Ah, hier ist noch ein. Okay, gut. Ja, genau hier wollte ich lang. Hier ist nämlich noch eine Tür. Da ist nur ein Stern drauf. Das ist ja, glaube ich, mal dafür, dass es die Bonustür ist. Scheinbar brauche ich Kram hier. Jetzt muss ich es timen. Nein, jetzt. Sei Nummer 2, sei Nummer. Müsste ja Nummer 2 jetzt sein, ne? Ja. Okay, dann könnte ich vielleicht sogar wirklich alles schon haben. Jetzt habe ich mein Superschwert aufgegeben. Dafür, na gut. Mein! Ich krieg bestimmt wieder ein Schwert. Ich bin erst in der dritten von wahrscheinlich 6 Welten. Aber wenn es 6 Welten gibt, was könnte dann das ganze Wort sein? Muss dann ja noch. New haben wir schon mal. New Hope? New. Irgendwas mit 3 Buchstaben. Hope hat 4. New. Boah, ich habe keine Ahnung, was es sein könnte. Fällt nichts Gutes ein. Es ist auch nicht zwingend im Deutschen, dass es dann. Weil die deutschen Worte halt oft schon. Also ich meine ja in Kirby's Adventure Wii war es auch Ground, auch im Deutschen. Einer von diesen Wegen ist fake. Ich glaube, es ist der rechte. Dahinter ist auch eine, da ist auch eine Kiste. Ja. Ja, goldet. Darum wollte ich jetzt erst den richtigen Weg nehmen. Normalerweise gehe ich ja lieber erst den falschen Weg. Aber in dem Fall wusste ich jetzt nicht, ob ich dann nicht bestraft, wenn ich den richtigen Weg nicht bekomme. Immer noch Plüschtiere von euch. Ich finde die Gegner niedlich. Hier ist doch bestimmt noch irgendwo was versteckt. Soll ich den vielleicht nehmen? Bei Feuer und Licht und so? Moment. Bevor ich irgendwas anderes mache. Oh, das war eh fake! Oh! Ich dachte mir, ja, wenn ich jetzt da hochklettere, erwischt er mich mit seiner Rakete und so kriege ich dann aber Supernova. Ich habe nicht dran. Ich bin bis jetzt noch nicht drauf reingefallen, wo ich es nur einmal jetzt recht hatte. Irgendwann legen sie mich rein, das wird dann peinlich sein. Hallo. Yeah! Hoffentlich war das die Mission. Ansonsten habe ich die Supernova verschwendet. Aber war ja verschwendet. War ja ein ganzer Haufen Gegner hier. Der Kuchen, könnte das als Versteck zählen? Ja, dann haben wir das schon mal.
Nice, dann fehlt nur noch ein Waddle-Dee. Glaube ich jetzt nicht. Und zwei Sachen noch. Was ist denn dahinter? Das habe ich doch gesehen. Ah! Ich krieg einen besseren Bremsquad. Kann ich wahrscheinlich dann beenden oder so. Das ist aber noch. Das ist jetzt das, was ich am ehesten sagen würde, es war versteckt. Und ich krieg die Bombe, weil ich mehrere Gegner aufgesaugt habe. Der linke ist fake. Kann ich ihn nicht aktivieren oder wie? Ich weiß, dass er fake ist, aber dass ich ihn noch aktiviere. Genau. So. Nehme ich den auch nochmal mit. Wofür weiß ich auch gerade noch nicht so ganz. Hallo. Das hier hinter sieht so aus, als wäre noch was. Das ist diese abgesperrte. Ah, jetzt kann ich die kaputt machen. Das könnte auch eine Mission sein. Oh, ich mag keinen Outscroll in dem Fall. Oder ich soll keinen kaputt machen. Ah, ich weiß es doch nicht, Spiel! Ah! Warn mich doch! Ich dachte. Na gut. Die kommen halt immer bei den Münzen, ne? Würden die woanders auftauchen, wäre das wirklich schnippiger. Ah. Ah, der ist ein Waddle-Dee. 13 Aliens zerstören, dann ist das jetzt auch der letzte Waddle-Dee. Dann fehlt mir noch ein Bonus. Waddle-Dee. Waddle-Dee, Waddle-Doo, Waddle-Dee. Oder ich krieg den Bonus dafür, dass ich nie gejumpscared, also nie den Jumpscare vom Treffen lassen. Ja, warte, ich bin gleich bei euch. Wie er enttäuscht ist, weil ich weggehe. Ich dachte, hier hinter wäre noch irgendwas. Ha. Dann weiß ich es wirklich nicht, was jetzt noch was sein soll. Ich ließ ihn Apfel ohne Geistung. Welchen Abschnitt? Den ersten oder den letzten? Weil sonst hätte ich mir das doch vorher, oder habe ich das einfach nicht mitgekriegt? Ja, dann habe ich hier alles gefunden scheinbar, das ist natürlich cool. Cool, 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 cool. Das war ein schönes, das Level hat mir gefallen. Das Auto-Level hat mir auch gefallen, so ist es jetzt nicht, aber... Wenn du das Auto-Level 5 mal machen musst, ist das schon ein bisschen nervtötend. Parade! Also, ehrlich, hätte ich auch noch Lust. Oh, leid, ich muss langsam. Ich sollte langsam mal was essen. Was richtig ist, was nicht eine Milchschnitte ist. Ja, wir machen die beide noch, das ist ein Kompromiss. Damit kann ich leben. Und zwar Bomben. Und Schwert. Und vorher rüste ich mich nochmal. Also, das richtige Level machen wir nicht mehr. Aber ich mache die beiden Sachen noch. Dann bin ich auch bei 2 Stunden wieder. Dann passt. Ja, Spiel! Was glaubst du, warum ich hier bin? Ich dachte, die Waddle-Dee-Stadt wird aber schneller größer. Vielleicht kommt das später noch. Aber ich habe das jetzt ja schon. Ich habe ja alle, die ich zu dem Zeitpunkt haben kann. Von daher, wenn man sie vergrößern kann, dann müsste ich es jetzt ja schon machen können. Ich mag es bei Tempo nicht mal mehr Angaben stehen. 1200. Endlich wollen die mal Geld dafür. Ich habe schon eh viel zu viel Geld. In Kirby. Mann, die Probleme hätte ich auch gern IRL. So, was macht aus dem Papst-Hut? Ein Time-Travel-Hut.
Da ist sogar eine Sanduhr, glaube ich, drin. Was zum Fick? Was zur Hölle? Das war nicht mal voll aufgeladen. Das dauert wahrscheinlich, das hält wahrscheinlich, je länger man es aufhält. Ich wusste lange Zeit nicht, dass man die Dinger einfach einsaugen kann. Ne, das macht mir nicht mal Schaden. Gott. Gott ist der Ali. Nein, Kirby, ist dieses kleine, liebe, unschuldige Wesen, dass niemand irgendwas tun würde. Digga, spielen wir dasselbe Spiel. Dass die Leute das immer noch glauben. Alter, jetzt hat Kirby auch noch die Fähigkeit, über die Zeit zu herrschen. Zumindest bis zu einem gewissen Grad. Aber. Warte, hier. Ich hätte doch gerne mal Aufgaben für die Erweiterten machen können. Von mir ist, dass man die dann auch nur bekommt, wenn man die hat. Aber man hat die doch zu dem Zeitpunkt schon. Ich glaube, Bomben war doch der direkt auf dem Weg da. Ja, ich soll jetzt zielen, aber pff, warum? Ich kann doch einfach so. Ich kann doch einfach den Skyward Sword machen. Ich möchte Bombenbowling mal wieder zurück. Das war eigentlich eine coole Idee. Zumindest Bomben anders werfen zu können. Ich meine, Breath of the Wild macht schon guten Nutzen dadurch, dass du halt. Dadurch, dass die Bomben Remote Control sind, kannst du halt schon sehr, sehr viel mit denen machen, was du sonst nicht konntest. Aber Bowling kannst du halt mit denen. In dem Sinne. Es gab, glaube ich, einen Schrein, wo du halt sowas ähnliches machen musstest. Oder mehrere, wahrscheinlich sogar. Wo die halt in die richtige Richtung werfen musstest. Aber Bowling in dem Sinne. Erinnere ich mich jetzt nicht dran. Geh weg. Arschloch. Meine Güte. Und das war's auch schon. Oh, ich will nicht, dass es endet. Nein. Ich würde gerne noch 5 Stunden Kirby spielen, aber. Ich muss halt wirklich was essen. Sonst mache ich den Federmast den ganzen Tag nicht. Dann habe ich zwar Kirby durch, aber. Dann geht's mir danach scheiße. Naja, das kann ich nicht machen. Eine Minute Schwertschritt. Oh nein, ich will nicht, dass es. Ich ziehe das jetzt ganz lange hinaus. So. Achso, das kann ich sicher schneiden. Warte, kann ich nicht. Okay. Wollte nur wissen, ob das nicht theoretisch ginge. Ich glaube, ich möchte eher nach rechts. Sieht mir irgendetwas harmloser aus. Vor allem, wenn ich falsch gegangen wäre, wäre ich doch niemals mehr in das Teil gekommen. Oder war ich das Teil dann erst in Zukunft? Ja, okay, guter Call. Ich war mir unsicher für den Moment. Ich war mir unsicher, ob ich jetzt das Richtige mache, ob ich es jetzt genau falsch mache, deswegen. Aber dann dachte ich mir, ich kann ja eh fliegen. Ja, da bin ich jetzt aber an einer anderen Stelle. Ha. I don't get it. Will das jetzt hier alles runterfallen? Ah. Nice. Ach, man wäre sonst nicht da durchgekommen. Das ist ja auch fies. Mach's richtig oder du hast verkackt. Ja gut, ich habe einen Moment gezögert, da kriegt man die 6 Sekunden auch noch raus. Na gut. Dann beim nächsten Mal die Parade. Dann klar für irgendwie was so. Ein Furbait aus dem Trailer. Und dann halt wahrscheinlich schon vierte Welt. Moment, hab ich dich?
Ich habe ich, okay. Ich sah gerade von weiter weg nicht so aus. Hoffen wir jetzt mal, dass das für den Ton halbwegs passt. Wenn nicht, ärgert es mich jetzt auch weniger, weil ich Kirby gespielt habe.